Eine Frage noch zu den Kosten. Ein Wasserstoff-Lkw ist viel teurer für einen Spediteur als ein normaler Diesel-Lkw. Inwieweit muss man da mit Förderungen unter die Arme greifen? Und anschließend dazu, bei den LNG-Fahrzeugen hat man die Spediteure dann ein bisschen im Regen stehen lassen seitens der Politik. Die haben die Lkw dann auf dem Hof stehen gehabt und konnten sie nicht fahren, weil LNG viel zu teuer wurde. Wie will man dem begegnen? Ja, wir brauchen hier natürlich die Planungssicherheit auch für die Spediteure, dass Wasserstoff nicht nachher über Gebühr besteuert wird. Momentan ist es so, dass der Wasserstoff-Lkw, wenn er ein Verbrenner ist, in etwa das Doppelte kostet als ein Diesel-Lkw. Wenn der Diesel-Lkw 120.000 kostet, kostet der Verbrenner irgendwie 250.000 und der Brennstoff-10-Lkw dann 600.000 bis 800.000. Aber im Laufe des Betriebslebens eines LKWs spielt er einen Teil der Kosten wieder rein, indem die Wartung günstiger ist, indem er in der Regel eben von der CO2-Besteuerung begünstigt ist, bei Maut und so weiter begünstigt ist. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Förderung, dass bei der Anschaffung des LKWs der Spediteur sich wirklich auch für den Wasserstoff entscheidet, wo er vielleicht noch etwas teurer ist, aber er würde die Kosten reinspielen, wenn die Differenz nicht zu groß ist. Dankeschön.